Hallo und herzlich willkommen bei der... was wollte ich sagen? Achso, ja, bei... ja, es geht gerade zur Sache. Ja, bei Sims 4, bei der Familie Song. Und ja, ich spiele gerade nicht Lifouette im Pumptheater, sondern ein kleiner Vampir. Ich weiß gar nicht, wie er heißt. Den kann ich jetzt auch gar nicht gerade nicht reden, oder? Kommt er jetzt raus? Ja, können wir das mal eben machen? Hallo. Ah ja. Nein, ich bin zu. Nein, 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 nein. Falsch. Ich wollte mit dir reden. Lass mal reden. Lustig, freundlich vorstellen. So. Mal sehen. Huch. Schmeichelt ihr? Okay. Kennenlernen. So. Mani al Habib. Mani? Kann eine Geschichte erzählen? Dann machen wir mal. So, freundlich. Kann man eine Geschichte erzählen? Cool. Freundlich. Was war? Interessen reden existieren. Oh, das passt ja. So, freundlich. Was haben wir denn noch? Kommt für ein Perlschirm. Das tun wir nicht. Arm? Steht oben? Nein. Oh, ich war schöner wie in den Tag. Guck mal, da wird glücklich. Am VP wird glücklich wird. Okay. Das ist aber sehr unhöflich, einfach wegzugehen, junges Mädchen, junger Mann. Ich glaube, es ist ein Mädchen, ne? Outfit-mäßig. Er macht aber sauber. Das ist aber nett. Ja. So. So freundlich. Einen Tag fragen. Will er nicht? Oder sie nicht? Hat er also ihn wieder. Konfliktlösung. Was war das? Okay. Ich muss los. Danke, er muss ins Bett. Weil das ist der Tag. Oder sie muss ins Bett. Ich glaube, hier haben wir eine Rechnung. Post bekommen, Rechnung bezahlen. So. Alles klar. Dann wieder zu Lifouette. Lifouette, Lifouette. Was ist denn da los? Nee, nicht aufräumen. Was ist das? Wäsche machen? Kann sie das? Ja, kann nicht. Aber hier mal den Taschen durchsuchen. Ja. Kann hier was Brauchbares drin sein, ne? Mal ein bisschen durchgraben hier. So. Können wir was Brauchbares finden? Nix. So, die Mutter muss mal aber hier ein bisschen aufräumen, Wäsche machen. Wäsche machen. Geht nicht. Waschmaschine ist noch nicht fertig. Oh, da hab ich was gefunden. Vielleicht die Maschine schon? Nein. Ausräumen, weil die zu. Trockner bringen. So. Oh, hier. Das ist ein letztes Klett, das ein Essen hier steht. Weglegen, Inventar aufräumen, Specken. Hast du das gleich weg? Hier hat es genommen. Weglegen, Inventar platziert. Hopp. Zack, zack, kann man schon mal gebrauchen. Weg. So. Ah, wieder ein leckeres Essen. Macht sie es immer nur für sich allein essen? Da steht ein Teller hier. Aufräumen, räum mal weg. Das ist böse jetzt, das ist kein Wunder. Mutter tut sich dann leckeren Ei mit Speck rein und Toast und die Fuhrt kriegt nichts. Naja, hat sie auch nicht anders verdient, hatte ich gesagt. Ehrlich gesagt, so wollte ich sagen. So, was haben wir denn da noch? So, hat sie schon gezogen? Kommt der Bus schon? Wo will sie jetzt hin? Ach, sie will ein bisschen Umfug machen, alles klar. Aber die sollte vielleicht was essen. Eine schnelle Mahlzeit dann eben. Hi, Käse, Snacker, Joghurt. Joghurt gibt's.
So, die Mutter muss aber hier mal Wäsche machen jetzt. Wäsche machen. Was ist denn da los? Ja. Muss er aber gehen. Irgendwie muss er etwas essen. So. Den, was er gegessen hat. Räumt sie das mal weg. Obwohl das eigentlich viel zu sozial ist von ihr. Aber gut. Gut. So, was macht sie? Ist sie jetzt am Waschen? Grinst die Waschmaschine an, ob das hilft? Bin mir nicht sicher. Wolltest du nicht zur Arbeit? War da nicht was? Du musst doch zur Arbeit, oder? War da nicht irgendwas? Du musst arbeiten. Du gehst nicht zur Arbeit. Larga Zakuni, Sensen Gorge, Gamarish Brie, Akruz, Biba, Larb, Zulota, zur Arbeit. Kann ich aber nicht sagen, dass ich zur Arbeit gehen soll. Mach ich da irgendwas mit dem falsch? Lumina Exin. Nur zur Arbeit gehen. Wie kann sie nicht zur Arbeit gehen? Die geht nicht zur Arbeit. Doch, jetzt geht sie zur Arbeit, oder? Ja, jetzt geht sie zur Arbeit. Alles klar. Was macht sie denn jetzt gerade Lustiges? Geht sie zur Schule? Also geht zur Schule. Ach Mensch, das ist aber doof. Das mache ich nun gar nicht. Das ist gerade so... Oh Mann. Hey, ich habe gehört, dass du dich mit Lee Sung angefreundet hast. Sie ist ziemlich cool. Wie ist das? Okay. Lee ist doch ihre Mutter. Verstehe ich jetzt nicht. So, okay. Sie hat nicht gegessen, sie war nicht auf Toilette. Beschleunigen einfach mal. So, müssen nämlich warten. Das ist ja toll. Haben wir ja ganz toll hinbekommen. Das sieht scheiße aus. Ich würde gerne eine Haushälterin dazu nehmen, um das Chaos hier in den Griff zu halten. Kleine Hütte, ne? Können wir noch einen Anbau machen? Man könnte sicher noch einen Anbau machen. Mal überlegen, wo. Wenn dann hier, ne? Weil hier da die Stube so ist, könnte man hier noch einen Durchgang machen und hier noch einen Anbau ansetzen. Weiß ich nicht so genau. Und da ist der Flur. Da müsste man aber den Flur hier weiter... Müsste man hier einen Flur draus machen? Also hier eine Wand ziehen? Ne, gar nicht, war hier so eine Wand ziehen, weil hier die Tür hier hinkommt, wo der Spiegel ist. Könnte man so machen und Wand. Ja, die Küche zur Stube bleibt. Und hier eine Tür hin. Genau, so. So, Liefert ist zu Hause. Hervorragend. Was machen wir mit ihr? Ne? Erstmal macht sie Hausaufgaben, ist ja ganz klar. Auf Toilette muss sie. Ja, dann verwende es mal. Dann eine schöne Dusche nehmen, verbessern, nachdenklich duschen, das kann auch helfen. So, beschleunigen wir mal. Wo ist sie denn? Hey. Ach, sie war noch gar nicht fertig. Was ist da? Wenn sie zurück ist. Hey, beschleunigen. Beschleunigen. Irgendwas ist passiert, was ist denn passiert? Wie ist es verarbeitet? Achso, gute Noten. Liefeld hat gearbeitet und ist jetzt Einser-Grundschüler. Gut gemacht. Ich weiß gar nicht, was mir so gut gefällt. Jetzt kommt sie in den Badeanzug an. War sie baden? Ach, Liste leer machen hier. Ja, mal die Liste leer. So. Energie? Ja, sie ist müde. Okay, na gut, hätte ich auch eine halbe Nacht mit einem Vampir rumgemacht. So, jetzt geht sie mal schön duschen. So. Hier nicht spannend, ja? So, was haben wir hier draußen los, wenn sie noch hier duscht? Ist das denn? Wie heißt denn der? Postbote ist das, oder? So, der Postbote. Hat er wieder eine Rechnung geliefert? Ah, die Mutter ist auch wieder zu Hause. Alles klar.
Wäsche machen. Ach, geht nicht. Da muss ich erstmal hier ausräumen und Wäsche bringen zu Trockner. So. Na, und dann hier mal hier aufräumen. So, wie viel Erde ist da? Ziemlich weit unten. War noch nicht sauber. Und müde. Hausaufgabe muss ich noch machen. Wäschehaufen. Welt platzieren. Sind wir nicht fertig? Und Hausaufgaben machen. So. Beschleunigen mal ein bisschen. Ah. Hugo. Was? Villarreal? Was ist das denn? Hugo Villarreal. Frag, ob du. Ob ich zu. Was zu ihm rüberkommen und abhängen möchte. Nee, möchten wir jetzt nicht. Wir haben was anderes zu tun gerade. Achso, was ich machen wollte, ist Haushälterin. Plaudern mit. Nein. Haushalt. Service engagieren, genau. Service engagieren, so. Einmalige, regelmäßige Haushälterin hier. Zack. Alles klar. So, jetzt die Fährt. Hat volles Programm. Entschuldigung. Oh, wir haben da gleich wieder die Zeit rum. So, Mensch, diese beiden Folgen sind echt langweilig. Ich kann überhaupt nicht los irgendwelche Menschen ärgern. Ich muss eine längere Folge machen, das will ich aber nicht. Jo. So. Ah ja, ab Februar sind doch meine Folgen alle werbefrei, zwangsläufig. Ich habe ja immer sonst die Werbung angelassen, aus den Gründen, dass mir aufgefallen ist, dass Videos mit Werbung offensichtlich öfters geguckt werden. Sich vielleicht daran, dass sie auch öfters gefunden werden oder so. Keine Ahnung, woran das liegt. Mir ist das aufgefallen. Ich habe mal eine Zeit lang Werbung ausgeschaltet gehabt, grundsätzlich. Und die wurden dann kaum geguckt, die Videos. Und kaum war Werbung eingeschaltet, hat sich das verdreifacht. Ja. Ja, aber das ist ja noch bald viel vorbei. Es wird dann wieder auf ein Drittel zurückschrumpfen, wenn YouTube dann ihre neue Richtlinie durchgesetzt hat, dann umsetzt, ne? Umsetzt, ja. Genau. Wir müssen ja nichts durchsetzen, müssen nur umsetzen. So. Okay. Aufräumen. So. Die Mutter macht schon wieder Essen, aber nur wieder für sich. Wahrscheinlich. Nicht für den ganzen Haushalt. Räum mal weg. Auf, mal weg und zu mit den Dingen. So. Leifuert ist müde. Leider müssen wir sie mal schlafen schicken. Und dann beende ich dann erstmal die Folge für heute und diese Woche. Dann mache ich mal wieder ein paar Tage Pause. Vielleicht fällt mir noch ein, was wir machen können. Ihr könnt auch gerne in den Kommentaren schreiben, was ich da vielleicht machen soll. Mit Geschenk. Was? Und was? Und? Unerwünschtes Geschenk. Ich habe ein Geschenk bekommen, das mir nicht gefällt. Ich möchte es mit einem Freund tauschen oder zurückgeben. Kann ich das machen? Das Geschenk war für dich gedacht. Sei dankbar. Klar, gib es jemand anderen. Ja, das ist schwierig. Also Geschenke ist echt schwierig. Also wenn man damit einen anderen tauschen kann, ist es okay. Aber das ist auch nicht schön. Schwierig. Schwierig, schwierig. Was meint ihr dazu? Ich hab da echt. Zum einen bringt das nichts, wenn man ein Geschenk hat, was man nichts anfangen kann, aber andersrum. Aber das ist ja Lefouet. Aber es ist die Mutter, die den Ratschlag gibt. Die Mutter ist ja wieder nett. Ah, ist das schwierig. Also die Mutter gibt natürlich hier süß, ne? Sagt, Geschenk, ist für dich, musst du, sei dankbar und so. Genau. So müssen wir es machen, ne? Ich fürchte ja. Ja, ja, okay. Das, ne? So, danke für den Rat. Der Rat Lee hat Kraftwerte von Lefouet beeinflusst. Empathie sinkt. Manieren steigt. Das ist aber nicht gut. Ich finde das nicht zielstrebig für uns jetzt. Aber die Mutter muss mir so agieren lassen, wie sie sein soll. Ne? Ist halt eine nette. Die sieht da nicht das böse Mädchen. So. Ja, Empathie. Oh, ich kann essen. Nimm auch einen Teller. Weglegen, aufräumen, eine Portion nehmen. Ist auch immer eine Portion. Zusammen essen ist auch viel schöner. Hat sie überhaupt Hunger? Ja,
Unbedingt. Unbedingt essen. Hallo? Hallo? Nein, nicht schlafen. Bist du doof? Nicht schlafen. Eine Portion nehmen, bitte. Die Münder sehen so scheiße aus. Echt, Leute. So, wenn sie dann anfangen zu komisch grinsen oder gehen, weit aufreißen, also das sieht so gruselig aus. Also wie Gruselclowns. Die will einfach nicht essen. Ist einfach bockig. Na gut, dann ess nicht. Dann geh schlafen. Der hat keinen Spaß. Ja. Wir müssen noch ein Hobby für sie entdecken. Am besten klappt natürlich ein Musikinstrument. Ich weiß gar nicht, was ihre Hobbys waren. Ich kann mich an der Einstellung nicht mehr erinnern, was wir da genommen haben. Aber ich gehe erstmal schlafen. Und ja, ich beende hiermit auch an dieser Stelle die Folge und wünsche euch. Ups. Die fällt mir hier. So. Hier ist die böse kleine. So, alles klar. Ja. Mal gucken, wie es wird. Alles klar. Den Vampir muss man auch noch weiter vornehmen. Den wollen wir mal sehen, dass wir ihn als Familienfreund gewöhnen. Ja, obwohl das ja nicht eigentlich. Aber Vampir passt da ganz gut. Das Freund zu haben, Vampir passt. Und alles andere abstoßen. Genau. Alles klar. Habt euch wohl. Bis demnächst. Euer Jockel. Ciao. So, ich bin auch viel zu leise. Ich flüster. Naja, ich muss halt Rücksicht auf die Umgebung nehmen. Es ist mir bei den anderen Videos auch aufgefallen, dass es alles ein bisschen leiser ist. Aber ich kann schlecht grölen. Ich muss mir was einfallen lassen. Vielleicht ein Mikrofon noch empfindlicher stellen, aber dann nimmt das zu viel Umgebung auf und dann rauscht das auch noch mehr. Das ist dann auch nicht gut. So, na gut. Ich muss darüber nachdenken. Alles klar, habt euch wohl und bis dann. Euer Jockel. Ciao.